So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Ich bin der Ramses, das ist das Muttertier, die sitzt da in der Ecke, als Silhouette sieht man so in der Ecke, ne? Jetzt bewegt die sich noch, das ist wie bei Herzblatt. Die hat eine Rolle in diesem Video am Ende. Denn ich habe zwar eigentlich mit dem Muttertier zusammen schon mal die zwei neuen Gönnergy-Sorten probiert, aber am Ende habe ich die ja beide zusammengemischt. Das war dann so lila, habe das getrunken und dann hat sie gesagt, sie hätte das ja auch gerne mal probiert, wenn das zusammen gemischt ist. Zwei Dosen Gönnergy habe ich noch da gehabt, weil ich damals genau zwei mitgenommen habe. Die müssen wir jetzt fürs Thumbnail nochmal irgendwie hier reinhalten. So ungefähr. Und da habe ich mir gedacht, weil ich das Tasting eigentlich ganz cool fand, weil man mit Gönnergy im Titel natürlich immer mächtig viele Klicks macht. Ich glaube, ich habe schon 100 Stück auf das andere Video. Da kann ich erstmal feiern gehen. Und nö, weil die Geschmäcker trotzdem sehr interessant waren, weil ich es aber draußen gefilmt habe. In letzter Zeit filme ich eigentlich immer alles hier in dieser Location, ohne irgendwie Hintergrundgeräusche, ohne irgendwie schlechtes Wetter, Windrauschen hin und her. Und ich wollte mir einfach nochmal angucken, wie das aussieht, wenn ich das Gönnergy hier in dieser Location teste, es nochmal zusammenmischen, das Muttertier mal probieren lassen, wie das zusammenschmeckt. Das war wichtig so. Ist vielleicht sinnlos, aber no Hirn, ihr wisst Bescheid, deswegen machen wir das trotzdem. Zum Design hatte ich ja schon mal gesagt, ich fand das Grün von dieser Dose eigentlich nicht so toll, aber ich hatte auch eine Sonnenbrille auf und jetzt ohne Sonnenbrille hier drin muss ich sagen, es ist schon okay. Wir haben ja noch andere grüne Farbe immer gehabt, wenn irgendwas mit Limette war, sonst wie, keine Ahnung. Das ist Kaktus, ja, Kaktusfrucht. Und ein Kaktus, der ist halt nicht so leuchtend oder irgendwas, der ist vielleicht ein bisschen dunkler noch. Zur Kaktusfrucht passt das ja an sich sehr gut. Es ist für mich nicht die schönste Farbe, es passt aber zu dieser Dose und ich finde es immer noch toll, da sie halt immer das so, dieses kleine Detail in das Öl reingequetscht haben. So. Bei der anderen natürlich, bei dem Arctic Ice, statt Cactus Kick, haben wir ja wie gesagt diesen Eisberg hier drauf. Ihr habt die Eisbonbons. Das finde ich sogar noch schlimmer. Das heißt, die grüne Dose ist gar nicht so schlimm, weil die silberne mag ich gar nicht. Also mir gefällt das Design nicht. Ich hätte da irgendwie ein schönes helles Blau gehabt mit irgendeiner Schrift nochmal drauf oder eine weiße Dose mit blauer Schrift, dass das schön weiß, Schnee, eisig aussieht als dieses Silberne. Das Silberne ist für mich irgendwie billig. Jetzt machen wir das trotzdem auf. Wir haben das ja gezeigt, das Grüne. Das Ganze ist die Limited Edition Nummer 2. Bei Monte, ich hatte damals die ersten, habe ich mir irgendwie aufgehoben, dann habe ich sie doch irgendwie abgegeben, also waren die dann weg. Wenn man das einfüllt, das Kaktusfruchtgetränk war ja hier so schön rötlich, das sieht eigentlich gut aus, vielleicht ist es auch schon, da weiß ich nicht, rosa, violett irgendwas, violett wäre jetzt wieder dunkler. Es sieht auf jeden Fall gut aus, in dem Ernesto-Glas sieht sowieso alles gut aus. Das ist auch der Punkt, draußen haben wir es ja mit den kleinen Berliner Luftgläschen gehabt. Jetzt probieren wir es nochmal aus dem Glas, nicht aus der Dose, aus dem Glas. Und es ist wirklich gerade mega erfrischend, lecker fruchtig, nicht zu viel Kohlensäure und das Süßungsmittel ist auch nicht so krass spürbar. Also ich war von dieser Kaktus-Kick Sorte sehr überrascht, war eigentlich mega angenehm, aber je mehr man davon trinkt, desto mehr Bauchschmerzen kriegst du dann trotzdem, weil es ist ja Süßungsmittel drin. So vom Trinkengrad muss ich sagen, es schmeckt aus dem Glas sogar besser als aus der Dose. Wenn ich aus der Dose trinke, ist das viel schaumiger und noch mehr Kohlensäure da, als wenn ich das ins Glas einschenke und die Kohlensäure auf dem Weg zum Glas dann schon mal wegsprudelt. Also das ins Glas einschenken finde ich gut. Wenn irgendwas zu viel Kohlensäure hat, schenkt es euch immer ein. Cactus Kick fand ich also trotzdem ganz gut. Auch wenn ich es jetzt noch 100 Mal sage, Cactus Kick gut, ihr wisst Bescheid, Cactus Kick gut. Machen wir mal das Arctic Ice. Da war ich ja auch sehr angetan von der Farbe, weil das eben richtig schön aussieht, wie diese Eisbonbons. Richtig tolle, blaue, eisige Farbe. Wir riechen kurz dran, es riecht genau wie Eisbonbons, das passt. Also eigentlich hätten sie direkt
Eisbonbon draufschreiben können, aber sie nennt es Arctic Ice, damit du einen super Namen hast. Wenn du vorher den Kaktuskick hattest, der so sehr fruchtig und präsent vom Geschmack war, ist das hier erstmal pappig, weil du trinkst den ersten Schluck und denkst, wo ist denn der Geschmack? Wo ist der Geschmack? Dann beim Absetzen hinterher kommt noch leicht dieser Geschmack an, aber das war jetzt irgendwie unangenehm. So, ich weiß nicht, das erste hat so viel Geschmack gehabt, man hätte es vielleicht mal in einer anderen Reihenfolge probieren müssen. Wir trinken jetzt nochmal aus der Dose. Ist halt sehr schaumig, sehr viel Kohlensäure. Wirkt gerade einfach nur noch süß. Der Eisbonbon-Geschmack ist leicht im Abgang da. Das fand ich irgendwie gestern aber auch. Besser, interessanter. Ich weiß nicht, sind die Dosen so unterschiedlich zueinander? Eigentlich ist doch überall die gleiche Plörre drin. Und ich merke jetzt schon, wie sie hier wieder alles zusammenzieht. Weil wir jetzt natürlich noch alles zusammen trinken müssen. Oh. Das ist das, was ich bei jedes Mal habe, wenn ich Gönnergy trinke. Ich nehme einen Schluck von der Dose. Ich denke, auch eigentlich geht das ja. Ich trinke noch einen Schluck, denke, naja gut, warte mal. Ich trinke den dritten Schluck und sage, boah, ist das abartig. Ich kann es nicht mehr trinken, so ungefähr. Jetzt habe ich da einen guten Eindruck gehabt, aber durch das ganze Süßungsmittel bin ich hier schon an dem Punkt angelangt, dass ich wieder einfach nur alles zusammenzieht und eklig wird und babbig schmeckt und keine Ahnung. Ich werde wahrscheinlich trotzdem kein Freund von Gönnergy werden. Selbst bei meiner Lieblingssorte, dem Raspberry Cheesecake. Guckt euch das mal an. Das ist nicht, so denkt man, es ist schwarz. So ist es einfach eher lila. Ein lilanes Lila mit Lila dran. Jetzt möchte ich das Glas aber mal kurz dem Muttertier überreichen, weil die hat ja gesagt, sie hat das zusammen noch gar nicht getrunken. Dass sie das jetzt mal probiert, wenn das hier so schön lila aussieht. Schwarz, lila. Hier einmal für dich, dass du mal einen Schluck probieren kannst. Sieht aus wie dein Oberteil jetzt, wenn das so weit weg ist, weil es ja wieder schwarz aussieht. Und dann mal gucken, wie es schmeckt. Evil Juice! Und? Schmeckt sehr gut, wenn man Durst hat sowieso. Also ist jetzt gerade im Moment durstlöschend. D3 Shepherd. Hat guten Geschmack, doch, schmeckt wirklich gut. Du hast jetzt den fruchtigen Kaktusgeschmack und am Ende noch das erfrischend minzige als Nachgeschmack. Und so kombiniert sich das ganz gut. Willst du noch einen Schluck trinken, bevor es leer ist? Weil ich habe ja hier noch was drin, zur Not fülle ich es mir einfach nochmal auf. Oder ich kann den Rest, der passt ja auch wieder nicht. Soll ich sagen, ich nehme den Rest einfach in das andere Glas rein. Müssen wir noch ein drittes Glas nehmen. Die Mama hat nämlich Angst, dass sie sich erkältet, weil ich immer noch ein bisschen verschnupft bin oder war. Jetzt füllen wir nochmal zusammen, weil du hier die Dose schon alle ausgetrunken hast fast. So, da sprudelt es wieder raus. Also, bei den zwei wäre mein Favorit jetzt wirklich wahrscheinlich Kaktuskick. Das Eis könnte süßer sein, also präsenter sein beim Trinken direkt. Es ist halt nur der Nachgeschmack, aber dann auch gleich wieder so. Ich habe das gestern irgendwie anders in Erinnerung gehabt, aber irgendwie von den zwei wäre wahrscheinlich Kaktuskick, von den letzten wäre es Juneberry und von den ersten wäre es Raspberry Cheesecake. Bin mal gespannt, was noch so kommt, warum es diesmal nicht drei waren, sondern nur zwei, keine Ahnung. Ich bin müde, mir ist schlecht, das ist das Muttertier, ich bin der Ramses. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ciao. Das hat dir geschmeckt, ja? Als wir das draußen getrunken haben, fand ich so, zusammen schmeckt das besser als getrennt einzeln, aber jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Das verändert sich so schnell, das Glas ist auch gar nicht beschlagen, das war ja gerade noch hier im Kühlschrank, aber irgendwie ist das so schnell jetzt so warm geworden und irgendwie merke ich auch nur noch,
mit Süßungsmittel und viel zu viel Kohlensäure, alles perlt, alles bitzelt, also eiskalt genießen, für mich schon wieder unangenehm. Eis. Dann musst du mal eine ganze Dose auf Ex trinken und dann merkst du, was ich immer merke, wenn es um Süßungsmittel geht. Fies out, Vorhaut, euer... Oh. Warte mal, wartet noch. Oh, es drückt. Euer Fladdy. Euer Fladdy, genau. Ciao.